Also es war schon bewegend, tatsächlich den Chor singen zu hören, weil wir in den letzten Monaten einfach die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wenn gar kein Gesang da ist und wenn Stille ist. Und auch wenn ein stiller Kirchenraum manchmal ganz schön sein kann, ist es schon echt ein Privileg, dass es jetzt heute möglich war. Herzlich willkommen in St. Gerion. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Ich zeige die Kirche tatsächlich sehr gerne und habe aber gleichzeitig Respekt vor dieser Kirche, weil sie schon so alt ist und jeder Stein hier irgendwie Geschichte erzählt. St. Gerion ist eine ganz besondere Kirche für die Stadt Köln, denn es ist der älteste christliche Sakralbau, den wir haben. Also Kirchengesang hier in dieser Kirche gehört einfach dazu. Es gibt diesen alten Spruch, wer singt, betet doppelt. Und es war schon was Besonderes, einen Chor von so einer Klasse auch von da singen zu hören. Das haben wir auch nicht alle Tage und das war sehr schön, dass das fast nur für mich alleine war. Wenn man hier so zur richtigen Tageszeit in dieser Kirche ist, ist es total beeindruckend zu sehen, wie die Sonne durch diese bunten Fenster scheint. Einmal durch die Fenster von Buschulte und dann darüber diese total kräftigen, bunten Meistermann-Fenster. Und ich lade Sie ein, sich das mal näher anzuschauen, denn das ist ein Blick, den kriegt man nicht alle Tage. Deswegen verteilen Sie sich doch ruhig gerne auf die einzelnen Etagen. Richtig komfortabel ist es nicht, also muss schon ein bisschen spindelfrei sein. Bei einigen vom Chor war es schon auch aufregend. Die Stufen sind uneben und es wird dann eng und an einigen Stellen wird es dunkel. Aber ich finde, der Aufstieg lohnt sich, weil man da echt einen tollen Blick hat. Es ist abenteuerlich, sehr hoch, aber ich habe weniger Höhenangst, als ich dachte. Ich habe die Kirche noch nie besichtigt vorher und dass man hier hochkommt, das ist schon was Besonderes. Gesang gehört einfach in so einen Raum rein und ohne Gesang ist das alles irgendwie nur halb so schön. Also es war schon eine tolle Erfahrung heute.